Phase beenden. Oh, das sieht nicht gut aus. Schaut euch mal an, was wir hier alles verlieren. Boah. Wir kriegen auch immer die Bonus-Gasthauseinheiten. Und da oben den Bonus kriegen wir auch nicht mehr. Also das waren die Bonus-Gasthauseinheiten. Was war das? Rabatt beim Bau von Gebäuden. Das ist eigentlich so nützlich. Gibt's aber nicht mehr. So, das ist eine Festungskarte, die ist safe. Um ganz ehrlich zu sein, to be very honest. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das treffen soll. Ich meine, die sind hier so stark. Wenn sie die... Ich komme ja nicht mal dahin. Aber Khan Doom kann ich verteidigen, das weiß ich, das ist machbar. Deswegen... Die nach draußen, so viele wie halt gehen. Okay. Der da kann die alle. Ich bin gerade am überlegen. Ich könnte sie hier rausschmeißen. Mache ich jetzt auch. Weil in einem Bruchteil brauche ich nichts. Ist jetzt nicht wichtig. Dann kann ich nämlich hier angreifen. Das ist safe. Das könnte ich verlieren. Der steht hier. Der greift an. Weil wenn die weggehen, kann ich mir das wiederholen. Der bleibt stehen. Obwohl. Wenn die. Weiß ich. Vielleicht teilen sie sich auch auf. Ich weiß es nicht. Dann greifen jetzt Helms Klamm an. Oder gibt es etwas Besseres? Pforte gibt keinen Bonus. Angriffsbonus. Oder ich schneide ihm den Weg ab. Ja, ich kümmere mich erst um meinen eigenen Mist, bevor ich angreifen gehe. Ich meine, ich könnte einmal komplett durchmarschieren. Warte mal, das wäre eigentlich das perfekte Training. Einmal komplett durch. Dann gehe ich doch über Helms Klamm und hol mir die Festungen. Vielleicht triggert es den Gegner sogar später, Einheiten dorthin zu stellen und versuchen, die einzunehmen, obwohl sie es nicht schaffen können. Okay. Ja, war klar. Okay, machen wir erstmal das Zeug, was einfach ist. Zuallererst das Zeug, was einfach ist. Und dann ziehen wir weiter. Alles klar. So, was haben wir hier? Nichts. Gut. Na toll. Genau jetzt muss ich auf Toilette. Super Sache. Naja. Mal sehen. Wenn es ganz dringend wird, dann mache ich halt kurze Unterbrechung. Aber sollte. Sollte ich schon hinkriegen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das mit dieser Map auf sich hat. Okay. So, bauen wir mal. Zack, 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 zack. Ah ja, okay. Na gut. Gibt's hier irgendwas? Es gibt sowas hier. Ah, da gibt's Vorposten. Guck mal einer an. Sehr schön. Ich glaube, auf der Map habe ich wirklich noch nie gespielt. Außer einmal ein Gefecht. Aber ansonsten, nope. Ja, den nehmen wir auch schön ein. Gibt ja gut Geld, ne? Ich glaube, mit Kankra und diesem Typen hier, Gra Dunkelschwinge, kann ich gar nicht verlieren. Ach, Kankra kann nichts einnehmen. Oh, ganz klar. Oh, ich kann schon unfertige Gebäude abgreifen. Nice! Ja, ist schön. Leider kann ich keinen Baumeister abgreifen. Das wäre auch ein bisschen zu stark. Aber es wäre so cool. So. Ach, in einem Umkreis jetzt schon. Oh nein. Ja, ist nicht schlecht. Okay, wisst ihr was? Ich baue jetzt hier so Gebäude zum Ausbilden. Ja. Und zwar genau hier hin.
Kamin! Bewegt euch! Heilstörung nach vorne! Schnell, weg von der Mine! Ihr gehört ab sofort mir! Oh, gib mir nochmal Geld. Wie viel krieg ich jetzt? Immer noch 1000, okay. Das ist in Ordnung. Ich werde hier so eine Riesenarmee aufbauen. Was ist da unten? Was ist denn da? Irgendwer oder irgendwas greift da ganz doof an. Aha. So, ich habe nicht vor, die Orks zu benutzen, also auszubilden. Ihr Land wird uns gehören. Wir haben Befehle. Weil ich wirklich lieber eine Armee aus Spinnen und Trollen haben möchte. Und das werde ich probieren. Und das wird auch irgendwie klappen. Und dann wird das super toll. Ja, nehmen wir uns noch Rohstoffe mit. Wow, Kankra! Stark. Okay. Gut, wie auch immer. Erstmal werde ich diese Viecher brauchen. Ja, ah, da hinten ist schon wieder irgendwas Böses. Toll. Das machen wir jetzt erstmal so. Dann bauen wir hier mit hinter jedes Teil ein Türmchen. Oh nice, meine Nachtwerfer sind schon Stufe 3. Schönes Ding. So. Sehr schön. Oh wow. So, ich würde mal sagen, meine Axtwerfer sind ein bisschen besser. Einfach weil sie Level höher sind. Und wir kriegen wieder Geld. Katsching! Ah, so viel war da gar nicht mal drin. Okay. Oh, das haben sie ja kaputt gemacht. Na gut. Jetzt kann ich nichts mehr ausbilden, weil ich blockt bin. Ganz toll. Ja, der hat mir so viele Gänge zerstört. Wie wäre es, wenn er einfach mal drüber rennt? Genau. So. Dann können wir da angreifen. Dann können wir die immer noch vernichten. Auf den muss ich aufpassen. Oh, warte. So. Dann können uns die beiden. Nice. Dann können wir wieder Geld abgrapschen. Mach mal auch. Weil wir es können. Ah, da ist ja doch nichts. Und ich dachte. Na gut. Also mit dem Helden ist es echt Piece of Cake. Also es ist wirklich einfach. Ich muss jetzt halt nur gucken, dass ich irgendwie. Also erstens den nicht verliere. Wow. Ja, ich glaube, den verstecken wir mal lieber da hinten. So. Dann muss ich hier noch eine Ork-Dingsbums bauen. Das hier. Vielleicht baue ich wirklich einfach noch eine Festung. Das war teuer, aber. Ich meine, ich brauche es halt, ne? Die nehmen ja wirklich mein Gebäude ein. Wow.
So, dann noch hier eine Spinnenkluft wieder bauen. Und Festung kann ich mir nicht mehr leisten. Alles klar, hat sich erledigt. Yeah. Gut. Was haben die denn jetzt hier noch? Nix mehr. Gut. Oh, hi. Warte mal. Die kann ich ja holen, die sind Stufe 2. Die nehme ich mir jetzt einfach. Dann rennen wir dahin. Die auch. So. Dann können wir da noch bauen. Alles klar. Das müssen wir erweitern. Das ist erweitert. Das könnten wir erweitern. Schnell, schnell, schnell. Drüber latschen. Schön, schön, schön. Und hier auch nochmal. So. Wo gibt's denn hier wieder Geld? Irgendwo muss es sich doch Geld geben. Da oben ist ein Katapult. Sehr interessant. Ich find's nicht gut, dass der Gegner jetzt hier Katapulte baut. Vor allem nicht, dass er da oben ist. Das ist nicht gut. So, das nehmen wir ein. Ja, ich sehe den Feind. So, Dunkelheit gibt's noch nicht. So, das gehört uns. Schaffen wir hier was? Oder? Wow, hat der viele Katapulte. Wow. Ja, ist nicht nice. Also so langsam wird es ein bisschen kritisch. Ich brauche mehr Geld. Vielleicht sollte ich doch noch eine Festung bauen für mehr Baumeister. Wer weiß. Gut, das gab ein bisschen Kohle. So. Okay. Naja, aber ich habe schon ein paar Truppen, so ist auch nicht. Und die Katapulte bringen gut Geld, oh ja. Die bringen richtig Kohle. Okay, weißt du was, ich baue jetzt da unten doch noch eine Festung. Und zwar genau hier hin. Boom! Spionage? Warte, was bringt denn das? Der ist echt praktisch, dieser Hero. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er ist extrem nützlich. Ich meine, ich sehe Zeugs durch seine Augen und was weiß ich. Das ist extrem nützlich, das Ganze. So, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass er kommt. Gut, ist jetzt nicht das Beste hier. So, aber geht schon. So. Das. Wie gesagt, die machen wir nicht. Die Gebäude da hinten brauche ich gerade nicht weiterbauen. Dann holen wir uns hier die Einheit. Nein, die erobern gar nichts. So, Spionage. Alles klar. Spinnenreiter. Greifen wir dann. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist halt jetzt nur noch gespammen, ne, aber. Ja, was will er auch machen? Ich habe einfach zu viel Ausbildungskraft.
Obwohl ich nicht wirklich viel ausgebildet habe jetzt. Also es geht. Ich hätte mir gewünscht, mehr auszubilden. Aber es geht schon. Ja, waren halt auch plus zwei Gegner, ne? So, schnell speichern. Alles klar. Dann. Das wird einfach, glaube ich. Ich hätte mir die Einheiten anschauen sollen, aber viel hatten sie nicht. Die Map ist ein bisschen... Eigentlich geht's. Eigentlich geht's. Es müsste okay sein. Müsste okay sein. Schauen wir mal. Kommt halt drauf an, wo der Gegner wieder auftaucht. Einer wird wieder irgendwo rechts oben sein. Der andere wieder irgendwo anders. Was weiß ich. Ich baue mir erstmal das auf. Ich überlege gerade, wie ich das, wenn ich das rechts zeige und ich nehme das auf, dann schaut das andersrum aus? Ich weiß es nicht. Nimmt die Webcam spiegelverkehrt auf? Ich kann es gerade nicht nachschauen, ich weiß es nur nicht. Wäre halt interessant zu wissen. Nein. So, eine Spinne dorthin, die andere Spinne dorthin. Da unten hat's den Feind. Oh Gott. Ihr solltet nicht stacken, Jungs. Ihr solltet nicht stacken. Auf gar keinen Fall solltet ihr stacken. Ach du Heilige. Ach, sind es die Ausgerüsteten? Ja, ja, nimm's doch. Macht's mir doch ein bisschen Vision hier. Wie schaut's jetzt hier aus? Also, Pfeile sind relativ bescheiden gegen Ends. Das verstehe ich und das akzeptiere ich. Nee, das sind nicht die ausgerüsteten Einheiten. Sind's nicht. Okay. Warte mal. Haltet euer Werkzeug bereit! Wir haben den Feind gefunden. Ach du große Güte. Okay. Baut! Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Versteh schon. Das ist kein guter Platz. In die Schlacht, oh Geist! Hey, wir wollen unser Gebäude erobern! Schnell, weg von der Mine! Ja, wir haben halt doch ziemlich viele Einheiten hier. Oh, der Baumeister ist so low. Schieß den Baumeister ab, schieß ihn ab! Gut. Ja, das sind Gegner. Das ist jetzt halt ein Problem, ne? Oh Gott, der End haut so krass rein. Sieht gerade irgendwie ein bisschen schlecht aus, habe ich das Gefühl. Der End ist halt so stark. Ich habe zwar Geld bis zum Abwinken, kann aber nichts bauen. Ich kann nichts bauen. Ausbilden, meine ich. Das ist ein Riesenproblem, was ich hier habe. Das ist ein Riesenproblem. Ich hab noch irgendwo Spinnenreiter. Verdammt! Aber bitte nicht den. Ach, Gott sei Dank. Renn's weg. Meine Güte, was ihr da macht, ist sehr gefährlich. Okay, das gehört mir noch. Wichtig. Sie
Ich habe halt das Gefühl, dass ich hier weg muss. Oh. Verdammt, das brauche ich halt. Also solange sie mir hier folgen, habe ich ein Riesenproblem. Die machen ja mal gar keinen Schaden. Sehr lustig. Nee, ich glaube, ich sollte einfach aufgeben. Bevor nämlich... Wann kommt der Balrog? Nee, das dauert zu lang. Es dauert einfach zu lange. Geht nicht. Sonst bauen sie sich wieder so eine Riesenarmee auf und das wird nix. Das wird einfach nix. Mist. Äußerst ärgerlich. Wo bin ich noch? Oh Gott, nee, das machen wir nicht. Nicht jetzt. Wo sind wir noch? Hemsklamm. Das schaffe ich. Ja, das traue ich mir zu. Hemsklamm. Das geht. Sorry. Doch, bin ich zuversichtlich. Müsste gut gehen. Ja. Okay. Vor allem, weil ich hier so einen Drachen habe. Die Viecher. Und die bauen einfach sowas hier. Und sowas hier. Ja. So. Damit wir den Drachen mal ein bisschen leveln. Feuerflug. Was ist das? Verbrennen. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie ein Baumeister einen Feuerball überlebt, aber er hat's getan. Sind die ausgerüstet? Nee. Schade. Nein, 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 nein. So. Ich muss halt wirklich einfach nur reinrennen und das war's. Ne? Genau, mach mal kaputt. So, dann kannst du den Baumeister töten. Und wumps. Na, die Urukgrube macht das auch nicht lang. Wie gesagt, der Kampf ist eigentlich geschenkt. Viel mit Level ist hier nicht, aber okay. Allerdings kann ich bald ausbilden, wenn es so weitergeht. Oh, der Baumeister ist vergiftet. Ich fürchte nur leider wird er nicht sterben. So. Naja. Wird schon. Wie viel hält denn das Ding noch aus? Ist kaputt, oder? Was machst du da? Okay. Ja. Sah schon sehr seltsam aus, wie er da rumspinnt um sich selbst. Wo ist er denn? Aber ja, mit Pfeilen schafft er das Tor sicher schnell. Ich frage mich nicht, wo der Gegner ist. Er hat auch nur noch diesen einen Baumeister und das war's. So, der baut hier weiter. Der macht hier die Spinnen weiter. Da
Feind. Was sollen wir tun? Da ist der Feind. Ah ja. Und tschüss. Okay, das war wirklich geschenkt. Das war easy. Ich glaube, eine Schlacht mache ich noch. Erstmal kurz speichern. Wie sieht denn das eigentlich hier aus? Einheitenmäßig. Oh mein Gott. Okay. Also Mordor geht gut ab. Mordor ist... Puh. Was haben wir noch alles? Khandum hebe ich mir für nächstes Mal auf. Da brauche ich volle Energie. Ist das Spiel gerade abgestürzt? Okay. Gut. Das Spiel stürzt ab, wenn ich da reingehe. Ich werde jetzt probieren, ob das wieder passiert. Kann ich nicht ändern. Das heißt, ich beende jetzt hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich check das mit dem Ding. Deswegen habe ich das automatisch kämpfen gemacht. Falls wir das brauchen, könnte sein. Mal sehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann.